Und damit willkommen zurück. Wir hier mit unserer Axt blutverschmiert. Von der letzten Folge noch. Und werden jetzt gleich versuchen, nach rechts zu gehen. Wahrscheinlich gehen wir mit der Eggman. Der ist in unsere Richtung gewandert. Wir werden es gleich merken. Und dann schauen wir doch mal, was hinter dieser Tür, Tor, was auch immer ist. Auf jeden Fall, die Mutti ist schön weit hinten. Mal gucken, ob es uns checkt. Ich weiß bei der immer nicht, was ist denn hinten, was ist denn vorne. Das ist immer so schwierig. Können wir die Tür öffnen? Können wir die Tür öffnen? Können wir die Tür öffnen? Können wir gar nicht öffnen. Was ist denn hier los? Verdammt. Wollte ich die Folge ganz spektakulär starten? Vielleicht müssen wir auch hier was machen. Ah, hier. Hier müssen wir irgendwas machen. Ah, wir legen einen Stein drauf. Cool. Haben Sie uns gesehen? Ich glaube nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es eine coole Idee ist, aber ja, nützt ja nichts. Wahrscheinlich kommen wir unten im Krater beim Helikopter raus. Könnt ihr die Steine bitte wieder runternehmen, damit ihr nichts hinterherkommt? Es wäre ja cool, wenn die mit Steinen spielen wollen. Oh. Hallo. Ich nehme Machete und mache euch Messer, okay? Und ihr seid ganz, ganz lieb. Nichts gebracht. Das war eine kurze Episode. Nee, Quatsch. Ich will uns einfach laden, wir haben eh der letzte Folge. Ich weiß gar nicht, warum jetzt gar nicht das Lager geschleppt wurden. Naja, dann müssen wir mal probieren. Ich glaube, wir hatten ihn gespeichert. Da waren noch ein paar Gegner übrig. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall werden die auch einfach mit der Pistole abschießen können. Entschuldigung, vielleicht sollten wir weniger Risiko eingehen. Na, mal gucken, wie wir gespeichert haben. Wir werden auf jeden Fall wieder. Weil ich schmier dich mit Schlamm ein. Leider gibt es die Option nicht allzu oft. Außer irgendwo im Wald an irgendwelchen speziellen Pfützen. So, mal gucken, wo wir gespeichert haben. Hier ist klar. Ach so, bevor wir unser Lager wegbombt haben, als wir es in der letzten Folge verpasst hat, für den machen wir das gleich nochmal. Ausrüsten, anzünden und werfen. Ja, ging in der letzten Folge wesentlich besser. Wir haben noch eine Dynamitstange. Ich würde die eigentlich gerne hierher legen. Okay, jetzt geht's besser. So, also das immer wieder. Achso, nee, wir mussten erst hier kurz hochklettern, weil hier kommen wir nicht hoch. Wir haben eine Axt und Feuerzeug in der Hand, aber wir können hier nicht hoch. Ja, halt Klappe. So, also Pickel, Feuerzeug mal aus. Das soll nicht gleich jeder sehen hier. Das ist ja geheim, was wir hier machen. So. Dort müssen wir alle winken. Alle. Wie viele Arme sind das eigentlich? 10 oder so. Gehen wir ein bisschen um die Ecke. Muss uns ja nicht gleich sehen, obwohl es wahrscheinlich ganz cool wäre, wenn die da runterspringen würde. Toll. Beim letzten Mal stand die nicht da. Wie viele sind eigentlich die? Sind das Füße? Hat auf jeden Fall einen Vorteil, wenn man den Rücken krabbelt. Das ist Fakt. Lässt sich auf jeden Fall sehr beschissen laufen. Sieht auch sehr beschissen aus. Ich weiß aber nicht, wo vorne ist. Nein. Stein drauf. Hm.
Wer hat denn die Tür aufgemacht? Ich hoffe, es läuft nicht hinter mir her. So, okay, wie war's jetzt? Ich will einfach kein Risiko eingehen. Ich will wissen, was denn da diese Tür ist. Obwohl, doch, haben wir getroffen. Jetzt müssen wir erst nachladen. Jetzt müssen wir erst nachladen. Ja? Was brennt da? Naja, egal. Ja, bleib mal da, du brennst. Aua. Ist schon. Aha. Was soll denn das? Also, du musst eindeutig zur Beruhigungstherapie. Hier ist nicht. Okay. Ups. Okay. Das Spiel dreht gerade durch. Ich mache nichts. Ihr hört's ja. Ausbau, keine Ausdauer. Halt's mal. Ich bin gerade voll im Flow. Ist mir egal. Ich müsste jetzt einfach ausnutzen. Okay, Kopf ist ab. Ist ja gut. Ich kann nicht mehr aufhören. Ey. Der lebt immer noch. Was ist denn hier los? Mal nicht aufgehört, ne? Ja, kennen wir schon. Können wir jetzt bitte mal den einen noch platt machen? Bitte. Scheide mir echt den einen. Komm jetzt. Ja, ist gut. So, nehmen wir neue Steine. Zack, 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 zack. Was liegt hier eigentlich rum? Was ist das? Was wie Lungenflügel oder so. Na gut, haben wir Medizin? Ja, läuft doch. Keine Medizin mehr. Gönnen wir uns wenigstens eine Soda und zwei Riegel. Nicht mal mehr Alkohol haben wir. Wenn es scheiße läuft, dann richtig. So, kann man jetzt noch nicht mal was trinken. Moment, da kann man doch einen wegnehmen. Kann ich bitte ein wieder haben? Naja. Ich weiß nicht, was. Frage ich überhaupt sowas? Hallo, ich Gast. Du machst Licht. Ich sehe nichts. Ist irgendwie verdammt still. Warum sage ich immer was? Es kommt mir so bekannt vor, ich glaube, es sind tatsächlich gleich unten im Krater. Habe ich das Gefühl, wir können mal kurz auf die Karte gucken. Genau, weil auf dem Steg müsste das sein. Sind wir nämlich gestorben. Weil irgend so ein Louis, kein Namensbashing, ich weiß, meinte, uns attackieren zu müssen. Ich glaube, es war der da hinten, der da steht. Das Ding ist halt, da draußen gibt es auf jeden Fall keinen Speicherpunkt. Okay, da geht's hinab. Da geht's auch hinab. Wir bräuchten ein Zelt, weil noch ein Lager kann ich nicht bauen. Dafür werden die Stücke einfach nicht reichen. Da müssen wir einfach weiter gucken und werden sehen, wo Speicher. Wir brauchen halt unbedingt Medizin zum einen. Ich weiß gar nicht, was soll denn das sein? Naja. Ziemlich viel rot. Okay, also wir haben die Option. Und wir gehen mal drüber. Da unten scheint noch eng zu sein. Naja, wir werden es gleich rausfinden. Obwohl, es wäre ja Quatsch, wenn wir auch drüber runtergehen können. Ich bin ja mal gespannt, was wir da unten finden werden. Oder was uns findet. So, okay, also. Hier. Irgendwie nicht so gut aus. Ach komm, wir gehen einfach runter. Ist ja egal, wir entscheiden uns eh wahrscheinlich verkehrt. Was haben wir hier? Und da durchkommen? Können wir bitte aus dem Wasser rausgehen, danke. Was haben wir? Hier ist irgendwas.
Ach ne, es war bloß ein bisschen Schatten. Ich dachte, da hängt irgendwas. Sind wir noch blutverschmiert? Ne, sind wir sauber. Okay, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das hier alles gewesen sein soll. Ja, wo ich kann nicht ins Wasser. Weil wir können uns halt kein Lagerfeuer bauen. Wir checken erstmal drüben die andere Seite. Oder geht's hinten lang? Nein. Wir checken erstmal die andere Seite drüben. Und dann können wir ja immer noch ins Wasser gehen. Und wahrscheinlich erfrieren. Wir sind auf jeden Fall unten im Kessel. Das ist Fakt. Also, wenn wir da drüben, da ist nämlich was sehr wahrscheinlich noch ein Tor. Wo wir dann unten im Kessel sind. Das Ding ist halt, da drüben steht einer. Also da unter der Fackel sieht man ganz leicht. Kann auch sein, ich täusche mich in den Schatten. Hier auf jeden Fall nicht das Risiko. So, gehen wir mal hier rüber. Gucken, was wir hier. So, hey. Theoretisch haben wir eh gerade eben gespeichert. Ich würde mir aber gerne den Ladebildschirm ersparen. So, was haben wir hier drüben? Kann natürlich sein. Doch, da drüben brennt Licht. Da brennt Licht. Dass wir tauchen müssen. Schwimmen erstmal hier durch. Schwimmen erstmal rüber. Mal gucken, was wir haben. Nach oben bitte. Ich verliere immer die Orientierung im Wasser. Das Wasser ist wirklich richtig krass gemacht. Da unten. Jawohl, es wäre Quatsch, wenn wir da durchschwimmen können. Wir wären auf der anderen Seite. Okay, was haben wir denn hier noch? Was ist das da? Vielleicht bloß eine Leiche, die wir jetzt nicht sehen, genau. Wenn wir im Wasser sind. So, wir schwimmen mal hier rüber Richtung Lichtstrahl. Und gucken mal, ob wir hier irgendwas haben. Nee, auch nicht. Ja, wir haben uns Hand entdeckt. Super. Richtig toll. Obwohl jetzt hier gar nicht so. Nee, das ist halt einfach nichts. Da ist halt einfach nichts. Ja, ja, ich weiß, mir ist kalt. So, okay, wir schwimmen mal drüber. Ich glaube, da liegt irgendwas drauf. Ist aber wahrscheinlich nur ein Totenkopf. Da ist auch irgendwas. Jetzt ist es nicht mehr da. Was ist denn das da? Da schwimmt auch irgendwas. Ach nein, es ist bloß eine Reflexion. So, also, hier haben wir einen Totenkopf. Da hinten weitergeht. Schwierig. Wir haben halt echt wenig Energie. Ja, von allen wenig. Wenig Wärme. Nee, hier wird es auch nicht weitergehen. Kommen wir nicht mal raus wahrscheinlich. Doch, komm. Nee. So, okay. Wir müssen wieder darüber. Und dann muss ich mal versuchen. Und hoffen, dass wir noch ein Lagerfeuer bauen können. Dass wir uns ein wenig aufwärmen können. Wir haben auch vorne noch bei den zwei Dingern, nennen sie einfach mal so, noch die Möglichkeit natürlich nach rechts weiter zu laufen. So, hängen Sie erstmal hier dran. Gehen nach oben. Versuchen da oben ein Lagerfeuer zu bauen. Hier unten das zu bauen wäre halt Quatsch. So. Wo ist? Okay. Wir stellen das am besten hier vorne hin. Obwohl die Höhle halt eigentlich so ein deutsches. So. Feuer. Okay, es sollte reichen. Ja, das reicht auch. Sehr gut. Zumindest mal müssen wir nicht erfrieren. Das ist schon mal gut. Haben wir uns jetzt angezündet? Ach nein, das war genau der Moment, als es uns sehr kalt war. Wir gehen erstmal da rüber, glaube ich. Marede? Marede. Da singt jemand von uns. Jetzt nicht mehr. Okay. Der Hund singt für uns. Hier, wir haben noch ein Spielzeugteil. Wir haben es fast komplett sogar. So, Moment. Wenn ein das Spiel nicht erschreckt, dann schafft es der Hund im Hintergrund. Toll, es reimt sich. Weiß ich, reimt es gut. So, hier war also doch kein Gegner.
Wir haben also noch ein Spielzeug gefunden. Wir haben aber, glaube ich, nee, es fehlt noch der Körper hier. Es fehlt noch das große Herz. Bin mir gerade unsicher, ob es hier wirklich, obwohl wir sind so weit nach unten geklettert. Es wird schon hier sein. Was nun? Okay. Guck, da war gerade Tageslicht. Genau, hier waren wir unten. Machen wir das Ding aus. Schüpft mal ein wenig. So, da sind wir Zimmer. Also tatsächlich ganz, ganz unten im Kessel. Auf dem normalen Weg. Ich glaube, den anderen Weg, den haben wir so und da ein bisschen, da und da ein bisschen stolpern. Und dann lief das eigentlich. Ja. Im Kessel gibt es aber nichts weiter außer hinten der Hubschrauber. Hier ist gerade ziemlich ruhig. Wir gucken mal, wahrscheinlich liegt die Machete nochmal da. Oh, ist das hell. Ist das schön. Der Nachteil ist, wir müssen den ganzen Weg wieder zurück. Außer es gibt. Ne, es wird keinen schnelleren Weg geben. So, wir sind gerade keine Gegner, ich weiß nicht warum. Und jetzt machen wir diese Trampel-Dinger, keine Ahnung. Hier, falls jemand nicht weiß, hier gibt es die Machete. Genau hier, hier, hier. So, gut. Mehr können wir nicht tragen. Zwei Macheten wären natürlich cool. Linke Hand, eine rechte Hand, eine. Gut, also gehen wir da rein. Wo sind eigentlich voll die Schleifspuren? Aber wir waren ja hier schon mal. Ja, ja, wir gehen schon rein. So. Wo geht's rein? Da geht's rein. Ich will jetzt einfach kein Risiko eingehen. Also schon Risiko, aber dann nicht hier. Können wir den Stein eigentlich wieder runternehmen? Toll. Ich habe einen Stein in der Hand. Moment, wir können ja eigentlich noch einen Stein nehmen. Machen wir die Tür zu. Ne, können wir nicht. Gut, man kann bloß einnehmen. Gut, also gehen wir jetzt wieder zurück durch einen kleinen Spalt. Gehen zurück zu den Viechern und versuchen, uns rechts vorbeizuschleichen. Ich hoffe, es funktioniert und ich hoffe, es sind nicht allzu viele wieder nachgespawnt. Also haben wir jetzt theoretisch in der Folge nur noch einen Puppenteil gefunden. Sind ganz unten im Krater. Ich dachte eigentlich, wäre das große Finale. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jetzt viel geändert hat. Ich hatte eigentlich auch gedacht, dass hier irgendwie was Spektakuläres passiert, wenn wir den normalen Weg nutzen. Guck mal. Da. Mhm. Wer hat das jetzt da wieder hingelegt? Verrückt. Naja, so ist das im Spiel. Das ist wie mit der Machete. Wie mit Sodas. Trotzdem check ich noch nicht. Warum da die Seile runtergehen? Ich weiß es nicht. Wer es weiß und tatsächlich schaut, einfach mal in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich einfach einen separaten Speicherstand machen. Und dann können wir hier nochmal laden. Dann können wir nochmal gucken. So, machen wir aus. Ich glaube, hier oben kommen erstmal keine. Was mir halt negativ auffällt, unsere Energie steigt nicht von allein. Essen wir noch einen Snack. Können natürlich auch zurück zum Lager gehen und speichern. Mal sehen. Wäre vielleicht die bessere Option. Einfach aus dem Grund, weil wir trotzdem einen neuen Puppenteil gefunden haben. Man kann uns dann ja immer noch beruhigt versuchen, hier nach rechts zu kommen. Also hier raus, dann nach rechts. Wir werden versuchen, das Speichern jetzt auf jeden Fall. Ich denke, das ist die bessere Option. Ich hoffe, es ist nicht hier links. Dann werden wir ganz schnell hierher rennen. Achso, hier unten mal das Lager, was wir aus Versehen kaputt gemacht haben, ja Trottel. Hoffen wir, dass nicht so viele Gegner gespawnt sind. Weil für noch ein Lager reicht es definitiv nicht. Wir haben zwei Stücke. Yippie. So, also springen wir wieder zurück zum Lager.
müssen einfach jetzt mal speichern, damit schon so ein Risiko eingehen. Es kann auch sein, wir laufen 5 Meter und dann sind Fahrstuhl, wir kommen oben an. Auch wenn ich daran nicht wirklich glaube. So, war das beim letzten Mal auch schon so lang? Ich weiß es gar nicht genau. Es wäre cool, wenn man so ein mobiles Zelt mitnehmen könnte. Einfach auseinandergebaut, auf der anderen Seite mitgenommen. Neuer Gegner hier? Nö. Hier ist ein. Ja, die reichen halt nicht drei. Wir brauchen für das Lager wesentlich mehr als drei. Wahrscheinlich sind die bloß hier, damit du dir halt ein kleines Feuer bauen kannst, wenn du durch das Wasser schwimmst. Wahrscheinlich der einzige Grund sein. So, hier haben wir das Ding weggekloppt. Ah, guck mal, die haben wieder zugebaut. Ich hoffe mal, dass keine neuen Gegner da sind. Das wäre ärgerlich. So, was haben wir hier noch? Das sind auf jeden Fall keine neuen Gegner. Das können wir weg. Obwohl, vielleicht, wenn wir hier genug wegmachen. Ach, hier war doch die. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Mal gucken. Ich hoffe, sie ist weg. So. Müssen halt uns den Weg merken, wieder zurück. Rechtzeitig ist der. Die Devise dann. So, dann haben wir Leichenteile. Und da geht es nach oben. Ich glaube, hier oben müsste gleich das Lager sein. Ich bin nicht täusche. Ich habe mich getäuscht. Es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt irgendwo hinlaufen, wo wir gar nicht hinwollen. Aber da oben ist ja dieses Hauszeichen. Ich muss mir auch angewöhnen, in diesen Höhlen unterschiedliche Markierungen zu machen. Kannst du bitte ins Wasser fallen? Kannst du bitte ins Wasser fallen? Kannst du bitte ins Wasser fallen? Wie stelle ich denn ins Wasser, das Sack? Hallo. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder draußen. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt so schlecht? Eigentlich ist es ja nicht so schlecht. Ach nein, wir sind hier wieder. Aber hier haben wir draußen gleich ein Lager gebaut. Ist jetzt nicht so schlimm. Weil ich werde jetzt draußen speichern gehen. Und dann mal bitte die Axt. Separaten Spielstand, wie ich gesagt habe. Jetzt mal gucken, ob ich rauskriege, was da unten im Wasser sein soll. Dann werden wir gegebenenfalls in der nächsten Folge da halt einfach nochmal laden. Oder wir werden in der nächsten Folge den Krater, also ich werde in der Zwischenzeit den Krater runterklettern, Stöcke sammeln, da unten ein Lager bauen. Und dann gucken wir uns mal an, wohin es auf der rechten Seite geht. Weil hier hatten wir ja gleich ein Lager gebaut. Genau für solche Zwecke. Hier speichern können. Ich habe auch gerade gar kein Zeitgefühl, wie lange die Folge geht. Aber ist egal. Wenn sie speichern, wir frieren. So, separaten Speichern. Haben wir also den normalen Weg gesehen, wie man in die Höhle kommt, theoretisch. Braucht auf jeden Fall Dynamit, denn auf dem Weg da unten haben wir kein Dynamit gefunden und ich habe es übersehen. Das war die Höhle da oben. Da wo jetzt R1 ist, da genau dem Haus. Da. Durch die Höhle kommt dann Kessel. Wahrscheinlich eine von vielen. So, gut, soll es auf jeden Fall gewesen sein. Wir leben gerade so. Ich muss, keine Ahnung, wahrscheinlich muss ich einen Umweg gehen zum Cockpit und mal ein bisschen Zeug fahren und dann sehen wir uns das nächste Mal in der Höhle wieder oder im Vorplatz. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.